Beate Meindl-Reisinger, die Frauensprecherin der NEOS, ist die nächste Rednerin. Danke, Frau Präsidentin. Also ich bin ehrlich gesagt fassungslos. 17. Stelle. Ist das wirklich das, was wir hier als Vertreterinnen und Vertreter im österreichischen Nationalrat wollen? 17. Stelle europaweit. Ich meine, ich verstehe eines nicht, wenn Sie rausgehen zu den Wählerinnen und Wählern, zu den Leuten, fragen Sie die doch, ich will keine Angst machen, in bestehenden Pensionen, keine Frage, wird nicht eingegriffen, aber fragen Sie die nochmal, was die glauben, ob sie das ausgehen wird. Das verstehe ich nicht. Und Sie geben sich hier zufrieden mit der 17. Stelle. Also das ist mir wirklich unbegreiflich. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben einige Anträge auch schon öfters gebracht im Sozialausschuss zum Thema Pensionen. Warum ist uns das so wichtig? Wir haben, und da möchte ich schon darauf hinweisen, es gibt, habe ich heute gehört, klare Ansagen von Seiten der ÖVP. Die einzige klare Ansage, die ich gehört habe, ist es, auf die lange Bank zu schieben. Wir haben durch die Pensionskommission sehr wohl einen durchaus alarmierenden Bericht jetzt erst wieder im Herbst gehabt, der zeigt, dass die Zuschüsse in die Pensionen bis zum Jahr 2033 sich verdoppelt haben. Die gute Nachricht ist, es ist bis 2033 und nicht bis 2030. Das ist keine gute Nachricht. Wir müssen etwas tun. Das auf die lange Bank zu schieben, wird nicht ausreichen. Und jetzt, weil der Herr Kollege Muchitsch vor einigen Stunden ein Tafel gebracht hat, möchte ich Ihnen auch ein Tafel bringen, nämlich über die bestehenden Ungerechtigkeiten, da es keine Pensionsharmonisierung gibt. Was Sie hier sehen, sind die Unterschiede in den einzelnen Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg und Bund. Die Pensionsharmonisierung, die Sie immer loben, SPÖ und ÖVP, hat in vielen Bundesländern nicht stattgefunden. Nehmen wir Wien her. Bis 2042 gibt es hier eine Übergangsfrist. Das hier zwischen Grün und Orange ist der Balken, letztlich auch die Ungerechtigkeit, die besteht zwischen den Beamtenpensionen in Wien und dem System im Bund. Ungerechtigkeiten, die Sie schaffen. Der Rechnungshof hat empfohlen, das früher anzugleichen, hat Maßnahmen empfohlen, die 350 Millionen Euro bringen würden. 350 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, wir suchen an allen Ecken und Enden im Moment das Geld, weil wir eine dringend notwendige Entlastung der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler brauchen. Und hier hätten wir es, aber wir geben es nicht auf. Nein. Weil in Wien werden die Pensionen, die Beamtenpensionen bis 2042 weitergeschrieben. Und das müssen Sie bitte mal einem ASVG-Versicherten draußen erklären. Genauso wie Sie einem ASVG-Versicherten erklären müssen, warum Bürgermeister Häupe gesagt hat, er wird da nichts angleichen, was Luxuspensionen angeht. Wir haben unsere eigenen Regelungen hier in Wien. Wir haben überhaupt kein Problem mit unseren Privilegien in dieser Stadt. Das müssen Sie den ASVG-Pensionisten erklären, vor allem, weil die nämlich ab dem Jahrgang 75 das Pensionskonto zugeschickt bekommen haben. Und die haben einen Blick hinaufgeworfen. Und dann erklären sie uns, wir sollen uns nicht Gedanken machen, wie man vielleicht die zweite und dritte Säule fördert. Die Leute haben einen Schock bekommen, wie sie das gesehen haben. Das müssen Sie einmal, ja, reden Sie mit den Leuten. Und jetzt noch ein Punkt zum Frauenantrittsalter. Ich bin wirklich verwirrt und hätte da gerne ein Commitment oder einen Offenbarungseid von der ÖVP. Ich habe es letzte Woche in 60 Minuten Politik zum Thema Frauenpolitik diskutiert und war die einzige Vertreterin der Fraktionen hier, die gesagt hat, ja, wir müssen das früher angleichen. Und zwar auch aus frauenpolitischen Gründen, weil wir den Frauen die Möglichkeit nehmen, mehr dazu zu verdienen in der Pension. Die Kollegin Aubauer hat darauf hingewiesen, dass es gute Argumente gibt, das schneller anzugleichen, gerade auch aus frauenpolitischer Sicht. Kollegin Schittenhelm war nicht dafür. Am Wochenende lese ich, dass Minister Kurz sehr wohl sagt, dass er das möchte. Ich bin der Meinung, liebe ÖVP, nicht auf die lange Bank schieben. Ich möchte heute wissen, wofür Sie stehen. Genauso möchte ich das übrigens beim Team Stronach wissen, denn wenn ich auf Twitter verfolge, dass der Kollege Franz vom Team Stronach auch der Meinung ist, dass Frauenpensionsalter sollte früher angeglichen werden, ich aber heute von der Kollegin Dietrich höre, dass das ganz klar nicht die Linie ist, dann haben Sie, glaube ich, einen Diskussionsbedarf innerhalb Ihrer eigenen Fraktion.
Wir müssen jetzt etwas tun und wir werden nicht müde, das zu betonen. Und ich möchte jetzt auch noch abschließend einen Entschließungsantrag einbringen, der auch wiederum darauf fußt, dass wir hier jetzt viel von Seiten der ÖVP gehört haben. Ich möchte einen Offenbarungseid heute. Natürlich brauchen wir einen Pensionsautomatismus und deshalb bringe ich folgenden Entschließungsantrag ein. Die Bundesregierung und insbesondere der Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz werden aufgefordert, dem Nationalrat schnellstmöglich eine Regierungsvorlage vorzulegen, die einen Pensionsautomatismus vorsieht, sodass das Pensionsantrittsalter dynamisch an verschiedene demografische und wirtschaftliche Kennzahlen, insbesondere an der steigenden Lebenserwartung, aber auch die Erwerbsbeteiligung älterer Arbeitnehmerinnen und die Produktivität angepasst wird. Meine Damen und Herren, es geht darum, dass wir heute die Weichen stellen müssen, wenn das Wort Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit tatsächlich einen Wert haben soll. Und liebe ÖVP, ich habe heute gelesen in der Präsentationsunterlage Ihres Steuerreformkonzepts, dass es auch darauf fußt, generationengerechte Pensionssysteme zu schaffen. Bitte stimmen Sie dem heute zu. Die Pensionsharmonisierung habe in vielen Bundesländern nicht stattgefunden, kritisiert Beate Meinl-Reisinger, Frauensprecherin der NEOS. Das Frauenantrittsalter müsse früher angeglichen werden, um Frauen eine höhere Pension zu ermöglichen.